Für Ihre Gespräche Tierfrau folgen. Was weißt du über Eisengebundene? Forgebound are builders, not fighters. Are like slaves to old human pack. Work, work, work without rest. Are weak and submissive, but can mold hard gray ore, like pressing paw prints into mud. Eisengebundene arbeiten mit Händen, keine Kämpfer. Sind wie Sklaven für eigenes Menschenrudel. Arbeit, Arbeit, schuften ohne Ende. Sind schwach und unterwürfig, aber können hartes, graues Erz schmelzen, wie Pfotenabdruck in Schlamm drücken. Was meinst du damit, dass sie wie Sklaven sind? Forgebound make better than iron, killing claws and hard pelts all day for kith of other pack. Why give to others if have choice? Eisengebundene machen ganzen Tag Reißkrallen aus besser als Eisen und harte Pelze für Verwandtschaft, nicht von ihrem Rudel. Warum anderen geben, wenn man Wahl hat? Welches graue Erz? Rock, ore, hard tan skin of Tarotus. Smells like iron, but it's different. Forgebound mold gray ore to give tribes teeth and claws. Carve better, slice deeper than ones of iron and bronze. Felserz. Erz und Haut von Teratus. Riecht wie Eisen, aber ist anders. Meint sie jetzt Stahl? Eisengebundene schmelzen graues Erz, um Stämmen, Zähne und Krallen zu geben. Schneiden besser, schlitzen tiefer als die aus Eisen und Bronze. Warum nennst du sie schwach? Strong Mystics. Beast Women Mystics. Use Earth Blood Power to hunt, kill, eat, prey. Not to be leashed by others. Starke Mystiker, Tierfrauen Mystiker benutzen Erdblutmacht, um Beute zu jagen, töten, essen. Nicht damit von anderen an Leine gelegt zu werden. Ja, reden wir über was anderes. Lead conversation. Beast Woman will follow. Und was hältst du vor den Weisen, so wie Lantry zum Beispiel? Dispersed. Sage humans know each other, but prefer lone wolf travel. Are clever, harder to hunt. Smell of coal ink and rotted trees. Leave beast women alone most times. So kills in shadow likes. Merkwürdiges Rudel, verstreut. Menschenweise kennen einander, aber reisen lieber wie einsamer Wolf. Sind schlau, schwerer zu jagen. Riechen nach Kohletinte und verrotteten Bäumen. Also nach Papier. Lassen Tierfrauen meistens in Ruhe, also Mark tötet im Schatten. Lass uns über was anderes reden. Lead conversation. Beast woman will follow. Ich habe noch andere Fragen, ja. Now does fate find a wish to yip about? Über nix. Wir gehen jetzt weiter. Entschuldigt, dass ich jetzt so lange mit Tötet im Schatten geredet habe. Wir haben jetzt auf jeden Fall beide Reputationsfähigkeiten von dir freigeschaltet. Sie war von meiner dominanten, direkten Art erfreut. Aber von meiner Hitlerlist war sie nicht so begeistert. Gut. Dann reisen wir jetzt mal nach Grausteintal. Und von da aus geht's dann zum Turm des Morgengrauens. Denn am Turm des Morgengrauens versuche ich in den Turm zu kommen, dort wie immer den Havoc auszuschalten und den Turm für mich zu beanspruchen. Durchsuche das Grausteintal nach Geschmähten. Da sitzt einer, der ist nackt. Ja, ich mach mal hier die Karte zu, dass man hier auch was sieht. Jo, hier ist allerdings gerade nichts. Hallo, Brillen. Ah, der Oberherr sei mir gnädig. Aua, das tut zaubermäßig weh. Ein Schicksalsbitter hier draußen. Der Mann hebt seinen Kopf und betrachtet dich mit trüben Augen. Da man ihn seiner Rüstung beraubt hat, kannst du mehrere tiefen Wunden am Hals, Bauch und Oberschenkeln erkennen. Jeder von davon sollte eigentlich tödlich sein, aber dein Mann ist ganz eindeutig am Leben. Kyros sei Dank, ich dachte, die Bastarde werden zurückgekehrt, um mich zu töten. Also nochmal. Was meinst du? Du brauchst Hilfe, du bist ziemlich übel zugerichtet. Er fährt sich mit einer blutverschmierten Hand durch die Haare und grunzt. Ich werde schon überleben, aber jetzt gerade ist mir das scheißegal. Er bedankt
betrachtet die Leiche des Mannes neben ihm, worauf sich sein Gesichtsausdruck verhärtet. Vor Wut und Bedauern beißt er die Zähne zusammen. Was ich will, ist Gerechtigkeit. Ja, zuerst muss ich wissen, was geschehen ist. Damit kann ich dir definitiv helfen. Er nickt mit grimmigem Gesichtsausdruck. Ein Speer berichtete von den Zivilisten, dass unzählige Karawanen von Spätentruppen ausgeraubt worden sind. War natürlich nicht wir, deshalb hat man mich und Izzot zugeteilt, der Sache auf den Grund zu gehen. Wussten damals noch nicht, dass ein Trupp Steinschilde verschwunden war. Haben die Bastarde ein paar Tage lang verfolgt, fanden die Leiche des Trupps einige Meilen weiter bergabwärts. Wir wollten schon umkehren, aber Izzot kannte zwei der Schilde. Ich ließ ihn also gewähren, als er weitersuchen wollte. Er grunzt, als er sein Bein bewegt, um den gebrochenen Knochen neu auszurichten. Wir sind auf ein verdammtes Hornissennest aus Chorleuten gestoßen. Sie haben unsere Jungs einem nach den anderen aus der Ferne erledigt und dann in unseren Rüstungen die Karawanen überfallen. Also überfällt der Chor als geschmähte Tarnkarawanen? Der Chor hat unseren Namen beschmutzt. Wenn bloß mein Ruf auf dem Spiel stünde, dann würde mir das nichts ausmachen. Dass sie das dem General antun, kann ich aber nicht zulassen. Er leidet schon genug für uns. Inwiefern leidet Graven Ash für die Geschmähten? Was meinst du, wer die Last unseres Schmerzes trägt? Wer uns stärker als unsere Feinde macht? Naja, ich weiß das nicht sicher, aber ich habe so einiges gehört, dass es nämlich einen Preis zu zahlen gibt. Er grunzt und kippt seinen Kopf nach hinten, als ob er aufgegeben hätte, als ob er zum Sterben bereit wäre. Warum habe ich dann überlebt? Okay, wenn das wirklich wahr ist, dass Ash den Schmerz seiner Leute aufnimmt, das würde auch sein großes blaues Leuchten in der Brust erklären. Ja, der Chor wird auf jeden Fall hierfür bezahlen. Weit können sie nicht gekommen sein. Die Spuren hier erdeutet nach links, führen nach Norden. Er sagt Schweizgeballt zusammen und flucht. Wenn du diese Scharlachrotbastarde findest, dann bestelle ihnen einen schönen Gruß. Dann bestelle für mich schöne Grüße von Ash. Und zwar kurz bevor du ihnen ihre Schwänze abschneidest. Ja, suche nach falschen Geschmähten. Das kriegen wir hin. Ja. Wie kann ich in diesem Ding kämpfen? Die Brustplatte allein wiegt schon mehr als ein Maulesel. Mit ziemlicher Anstrengung klirrt und scheppert sie ein paar Schritte näher zur Gruppe. Sie keucht, ihre Rüstung rasselt und ihre Muskeln zittern von der Mühe, sie aufrechtzuerhalten. Ich kann in dieser Eisenfalle kaum atmen. Der neben ihr stehende Mann knurrt und klopft mit seiner fleischigen Faust auf seinen Helm. Beschwer dich noch mehr, du Würstchen. Mein Helm passt nicht einmal. Ich dachte, sie hätten alle Riesenbirnen, aber dieses Ding ist wie für ein Kind gemacht und enger als ein Schraubstock. Ich denke mal, das sind ziemlich viele Maßanfertigungen, oder die Geschmähten haben von Anfang an gelernt, damit umzugehen. Er grunzt und zerrt erfolglos an dem Eisenhelm. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn wieder abkriege. Beißt euch auf eure Scheißzunge oder ich schneide sie euch trotz eisernem Visier ab. Sie schlägt das Visier von abgerissener Sophus hoch, legt sein Gesicht für einen Augenblick frei und schließt es wieder, um ihre Aussage zu verdeutlichen. Schwachkopf, ein paar weitere Raubzüge und wir haben die Geschmähten sauber und ordentlich in falschen Verdacht gebracht. Die werden sich früh genug rudelweise dem Chor anschließen wollen. Jetzt geh schon und üb dieses Schwert zu schwingen. Es ist schwerer als eine Axt. Also sollte es durch ein Bein schneiden wie ein warmes Messer durch Butter. Ja, ich kümmere mich um den Chor. Hallo. Sie klopft ungeduldig und selbstzufrieden mit ihrem splitterigen und mit Blut bespritzten Holzstab auf dem Boden. Und wir besitzen mehr Kisten als je zuvor. Miseres Plan ist, sie zuckt, als sie dich schließlich bemerkt, instinktiv nimmt sie eine Kampfhaltung an und richtet die Waffe auf dich. Wer bist du verdammt nochmal? Vorsicht, du sprichst mit einem Schicksalsbinder von Thunon. Einer von Thunons Schicksalsbinder, sagst du? Gut, Meister Schicksalsbinder, ich bin mir sicher, dass wir zu einer Einigung kommen werden, wann wir darüber
wenn wir darüber sprechen. Rabe verbeugt sich tief und wedelt dabei übertrieben mit ihrem Arm. Wir haben ein volles Lager, das wir jederzeit mit unseren Freunden teilen können. Wenn du verstehst, was ich meine. Die einzige Übereinkunft, zu der wir kommen werden, ist, ob wir friedlich gemeinsam nach ihrer Esse reisen, damit ihr für eure Verbrechen gegen die Geschmähten bestraft werdet, oder ob ich euch einzeln dorthin schicken soll, in Stückchen. Athletik-Skill. Ah ja, weil ich bedroht habe. Schon gut, ich gebe auf. Der schwer gerüstete Kursodar schimpert zu Boden, als er linkisch seine Klinge zu beugen, sein Knie zu beugen versucht, ihn das ungewohnte Gewicht seiner eisernen Panzerung jedoch sichtlich behindert. Ich weiß nicht, was ich davon halte, aber ich bin nicht hergekommen, um zu sterben. Ich befolge nur Befehle wie alle anderen auch. Oh nein, vergiss es. Steh auf und kämpf, du stinkendes Stück Scheiße. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Bis wir den durchgezogen haben, gibst du mir weder auf noch nach. Die Vulkantone schwingt ihren Stab in weiten Kreisen. Ihre Stimme dröhnt, als ihre Gefährten bezaubert und sie für den Kampf aufstachelt. Der einzige gepanzerte Soldat brüllt von unnatürlicher und plötzlicher Stärke erfüllt. Er stürmt voran, trotz dem Gewicht seiner Rüstung, trotz dem vergangenen Widerwillen. Töte ihn. Der Ruf klingt nach unstillbarem Blutdurst und hinter ihm stimmt Schwätzerin in sein Gebrüll ein, als sie zum Angriff vorstürmt. Ja. Haben wir erstmal den dicken Panzer um. Das heißt nämlich immer noch nicht, dass sie da drin auch ordentlich kämpfen können. Level up für Barrick, das ist auch gut. So, jetzt muss die Schwätzerin weg. Im Moment kann Barrick ja für einen Buff nutzen. Okay, die Blutkantorin scheint gut zu brennen, obwohl sie eine Blutkantorin ist. So, weg mit dir noch. Gut. Teile und herrsche. Vernichte den scharlachroten Chor. Ja. Ja. Ich hätte das gerne als Beweis gegen Nerwart stimmen. Eisenschreiterhelm, 2 Stück. Brauchst eine Großaxt. Heiltränke, die wir nicht wirklich brauchen. Oh ja, Barrick Level Up. Genauigkeit macht Einhandwaffen hoch und macht auch die Genauigkeit hoch. Stärke macht den Angriff hoch. Plus 4. Durch Stärke. Ja. Fähigkeiten. Einen beträchtlichen Rüstungsbonus. Schaden absorbiert durch Band der Ehre. Ne, ich erhöhe mal lieber, weil was kann das? Heile alle Verbündete der Leo und erhalten ein Schadensabsorptionsschild. Das ist eigentlich ganz mächtig, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Nehmen wir mal das da. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass Barrick einen beträchtlichen Rüstungsbonus erhält, wenn er mal auf niedrige Gesundheit fällt. So habe ich nämlich bessere Chancen, ihn zu heilen. Hast du die Bastarde gefunden, die ich dort getötet habe? Sei beruhigt, Soldat. Ich habe Rache an den Schuldigen geübt. Kyros sei Dank, sei
Sei Dank gibt es die Schicksalsbinder. Sie bringen Gerechtigkeit und Ordnung in die Stufen. Auch die Kohlkreischer, welche die Auserwählte des Oberherrn unverhofft beleidigen, ist geschissen. Er zeigt ein schmerzerfülltes Grinsen, steht dann fluchend und wackelig auf, knackt etwas mit einer Schulter und schlurft träge von dann. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast, Schicksalsbinder, ruft er dir aus der Ferne zu und salutiert mit zwei Fingern, bevor er über die Brücke verschwindet. Ich werde dem Leutnant und den anderen beim Zacken mal berichten, was du für uns getan hast. Will do. Ja, gehen wir doch mal kurz zum Zacken mal. Ob die was Neues zu sagen haben hier. Und von da aus gehen wir mal kurz zum Turm zurück und rasten mal, bevor wir uns dann zum nächsten Turm begeben. Und ich muss mal kurz gucken, wie so meine beiden Sachen steht. Nicht mehr viel. Und wir haben Gegenstände, die wir abholen können, was auch ganz gut ist.